Skandal um AfD-Politiker in Thailand. Ein Lokalpolitiker aus Baden-Württemberg rastet offenbar im Urlaub nach intensivem Drogenkonsum komplett aus. Die örtliche Polizei nimmt ihn fest, nachdem der 32-Jährige mehrfach auffällig wird. Er steht komplett neben sich, muss von mehreren Polizisten und Rettungssanitätern zum Krankenwagen gebracht werden. Bei dem Deutschen handelt es sich um einen Kandidaten für die AfD bei der Kommunalwahl in Stuttgart. Und das ist passiert. Gäste eines Restaurants rufen die Polizei, weil der Mann mit Essen und Geschirr um sich schmeißt. 25 Euro Strafe muss er hinlegen, aber die Beamten lassen ihn laufen. Am nächsten Abend kommt es zum nächsten Zwischenfall. Der AfD-Politiker wird wieder komplett zugedröhnt aufgegabelt, randaliert in einem Wohnbezirk, belästigt Anwohner und beschädigt Gegenstände in einem Geschäft, hat dabei nur zwei Handtücher um und einen Sonnenhut. Er wirkt verwirrt, desorientiert, kann nicht deutlich sprechen. Wieder rückt die Polizei an, versucht 2 Stunden lang ihn zu beruhigen. Vergeblich, er wird verhaftet, wehrt sich aber weiterhin. Laut Polizei soll der 32-Jährige zu viel Alkohol und Drogenintus haben, verliert zwischendurch das Bewusstsein. Mit Handschellen schnallen sie ihn an einer Trage fest, bringen ihn ins Krankenhaus. Nun bereitet die Botschaft seine Ausreise vor. Immerhin, auf seinem Alkohol- und Drogentrip hat er wenigstens niemanden verletzt.